Herzlich willkommen zum Leutejournal. Es gibt keine offiziellen Statistiken darüber, wie viele Menschen bei uns auf der Straße leben. Politik und Hilfsangebote verlassen sich da bisher auf Schätzungen. Aktuell liegt die geschätzte Zahl bei ca. 45.000 Menschen. Doch die Zahl steigt ständig. Auch über die einzelnen Umstände ist meist nur wenig bekannt. Geschätzt sind 73% der obdachlosen Männer, rund 8% sind Kinder und Jugendliche im minderjährigen Alter. Ursachen für Obdachlosigkeit sind Arbeitslosigkeit, Überschuldung und einhergehende Armut, Trennung oder Scheidung, Mangel an bezahlbarem Wohnraum, abrupte und konflikthafte Ablösung aus dem Elternhaus oder Haftentlassung. Obdachlose stehen vielen Problemen gegenüber. Zentrale menschliche Bedürfnisse wie Wärme, Erholung, medizinische Versorgung, Austausch und Intimität, spezifische Körperhygiene und ausreichende und gesunde Ernährung lassen sich nur schwer befriedigen. Nicht selten rutschen die Betroffenen in eine Drogen- oder Alkoholsucht ab. Zum Thema haben wir heute Michael Dommermuth zu Gast, der sich in der Aktion Niederwenigern hilft, ehrenamtlich engagiert. Herzlich willkommen auf der Roten Kirchenbank. Michael, du hast in der Corona-Zeit ein tolles Projekt Niederwenigern hilft ins Leben gerufen. Was war denn der Anlass dazu? Ja, wir hatten ja während der Corona-Zeit, wir sind ja Gastronomen und hatten zu und es war draußen sehr, sehr kalt. Und da haben wir uns überlegt, für den Hauptbahnhof in Bochum einfach mal einen großen Kessel Suppe zu kochen, mit Erbsensuppe halt eben, dahin zu fahren und das einfach zu verteilen, damit die Menschen, die dort leben, die draußen leben, mal was Warmes des Abends in den Bauch bekommen. Es kommen auch, oder wir haben schon für Mütter, alleinerziehende Mütter mit Kindern, haben wir zum Beispiel letztes Jahr Weihnachtsgeschenke gekauft. Wir helfen Obdachlosen, indem wir denen Lebensmittel bringen, gerade zum Ende des Monats. Wir helfen Leuten, die von der Straße in die Wohnungen kommen, die vielleicht mit einzurichten und finanziell auch so ein bisschen zu unterstützen. Und im Moment natürlich Ukraine-Hilfe. Das ist für uns ganz wichtig, weil bei uns in der Klinik nebenan ganz viele Frauen mit Kindern sind. Und dafür haben wir zum Beispiel ganz viel Spielsachen eingekauft. Das heißt Legosteine, Playmobil, Barbie-Puppen. Und da versuchen wir auch so ein bisschen abzufedern und dass die Kinder halt eben auch ein bisschen Freude haben. Das sind so Momente, die auch mir gut tun, wo ich manchmal Tränen in den Augen habe, wo die Leute wirklich sehr, sehr glücklich sind und sich auch tausendmal bedanken. Das heißt, über Gott schütze dich oder du bist ein Engel oder wir sind Engel. Ich fahre ja nicht nur alleine, sondern ich habe ja noch drei Mädels an meiner Seite. Und die sind also sehr, sehr dankbar, sehr dankbar. Das einmal in der Notunterkunft in Bochum haben wir eine Dame kennengelernt, die 78 Jahre alt ist und in einer Notunterkunft leben muss, weil der Mann verstorben ist und sie die Miete nicht mehr zahlen konnte, wurde aus der Wohnung rausgeklagt und lebt jetzt seit, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, lebt sie in dieser Unterkunft. Und wo uns die Dame entgegengekommen ist, war ich echt geschockt, dass eine alte Frau bei uns in Deutschland in dieser Unterkunft leben muss. Und da gibt es also nicht nur eine, sondern es gibt 5 Stück in Bochum und das hat mich sehr, sehr berührt. Solche ehrenamtliche Aktionen zu starten, das ist doch sicher sehr kraftraubend. Woher nimmst du die Energie, das so durchzuhalten? Also ich nehme die Energie eigentlich dadurch, dass ich von meinen Mädels unterstützt werde und von meinem Mann halt eben, der mich sehr unterstützt. Aber ich muss auch sagen, dass ich manchmal gerade, es ist so im Internet leider, dass man auch oft beleidigt wird. Und warum wir das machen, bin ich auch schon ganz oft gefragt worden. Und da habe ich dann auch Tage, wo ich wirklich Pause machen muss, wo ich echt 2 Tage mal mein Handy abstelle und mir denke, so jetzt lass es mal und gut ist. Und das gibt mir auch wieder neue Kraft.
Und was mir natürlich Kraft gibt, ist die Dankbarkeit der Menschen. Gibt es was, was du den Menschen hier mit auf den Weg geben möchtest? Ja, es wird immer wieder gesagt, warum macht ihr das? Die trinken sowieso alle oder nehmen alle Drogen, aber man muss sich unbedingt die Geschichten dahinter mal anhören. Michael, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, das hat mich auch sehr gefreut. Aus dem Markus-Evangelium. Als es schon spät war, traten seine Jüngerinnen und Jünger zu ihm und sagten, die Gegend ist einsam und es ist schon spät. Schicke sie fort, damit sie zu den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, sollen wir weggehen, für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Da antwortete er ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, 5 Brote und 2 Fische haben wir. Da befahl er ihnen, alle sollten sich niederlegen in Tischgemeinschaften mitten auf der grünen Wiese. Sie lagerten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Da nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, schaute zum Himmel empor, sprach den Brotsegen, brach die Brote auseinander und gab sie seinen Jüngerinnen und Jüngern, damit sie austeilen sollten. Die 2 Fische teilte er unter ihnen allen auf. Alle aßen und wurden satt. Es blieb noch etwas übrig, 12 Körbe voller Brotstücke und einiges von den Fischen. Dabei betrug die Anzahl der Essenden 5000 Leute. Jenseits der Sonnenseite des Lebens. Woher eine warme Mahlzeit bekommen? Wo gibt es ein Bett für die Nacht? Wo gehöre ich hin? Wem kann ich vertrauen? Doch da ist vielleicht dieser eine Mensch, der da ist, der hilft, dessen tatkräftige Hilfe zum Segen wird. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt für mich gesorgt. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern tut, das habt ihr mir getan.